Hallo, willkommen beim Wohnhotel Golf. Ich möchte dir helfen, mit dem Holz 3 vom Boden klarzukommen. Ich denke, dass wenn du den folgenden 5 Schritte folgst, dass du wirklich viel konstanter mit diesem so wichtigen Schläger werden wirst. So, Schritt Nummer 1. Es hat mit der Genauigkeit zu tun. Wenn ein Schüler zu mir kommt und sagt, Wohn, ich möchte mein Holz 5 oder Holz 3 besser können, dann sage ich erstmal, mache erstmal ein paar Probeschwünge. Und dann sehe ich Folgendes. Vielleicht kannst du das sehen, was hier passiert. So, der Schüler hat 3 Probeschwünge gemacht. Einmal wurde der Boden da getroffen, einmal dort und einmal wurde gar kein Boden getroffen. So, wie kann man dann erwarten, dass man den Ball genau mit dem Sweet Spot trifft, bei diesem Schläger mit dem langen Schaft? Man muss genauer sein und man muss sich besser vorbereiten. So, wenn du merkst, dass wenn du deine Probeschwünge machst, dass du nicht dort runterkommst, wo der Schläger auf dem Boden liegt, mache unbedingt diese Übung. Bücke dich, als ob du das Holz 3 schlagen würdest. Halte den Schläger gegen die Brust. Gucke, dass du deine Schulter um deine Wirbelsäule drehst. Da, wo die linke Schulter beim Ausholen zeigt, muss die rechte Schulter beim Durchschwingen zeigen. Es ist wichtig, dass du in der Achse bleibst. Wenn du dich aufrichten würdest, dann zeigt die Schulter viel zu weit nach oben und man ist gezwungen zu kompensieren. Schaue, dass du dabei die Hüfte drehst. Und so ist es viel einfacher, in der Achse zu bleiben. So, wenn ich jetzt auf meine Schulter beim Probeschwingen achte, dass sie auf einer Ebene bleiben, dass ich meine Hüfte drehe, dann komme ich wirklich jedes Mal an der gleichen Stelle runter. Und Boden ist beim Holz 3 der absolute Freund. Weil der ist gemacht für Bodenkontakt. Die Sohle ist so flach, dass der Schläger nicht hängen bleiben kann. Und wenn ich den Boden treffe, dann habe ich viel, viel bessere Chancen, den Ball gut zu treffen. Du musst perfekt den Punkt treffen können. Und da ist in der Achse bleiben sehr wichtig. Der nächste Punkt, die Ballposition. Man hört immer, wie die Golfer genau wissen wollen, wo die Ballposition ist. Dieser erste Ball liegt genau gegenüber meiner Ferse. In der Regel sollte der Ball da liegen, wenn ich einen Drive in der Hand habe. Und dann ist es ganz günstig, wenn der Ball mit dem Holz 3 oder Holz 5 der zweite Ball ist. So, dieser Ball ist leicht innerhalb der Ferse. Das ist so die Standardposition. Aber die muss nicht unbedingt sein. Es ist auch möglich, den Ball in der Mitte des Standes zu spielen. Ich mache das jetzt. Da habe ich einen 170 Meter Ball geschlagen, wo der Ball nicht höher als 2 Meter geflogen ist. Das könnte Gold wert sein, wenn ich unter Bäume möchte und trotzdem weit schlagen möchte. So, du siehst, die Ballposition muss nicht perfekt sein. Manchmal möchte man ihn weit rechts haben. Ideal aber ist da, wo der tiefste Punkt des Schwunges ist. Und das musst du für dich feststellen, indem du einfach schaust, wo du aufkommst. So, der nächste Schritt. Teste deinen Rückschwung. Holst du genügend aus? Ich sehe das sehr oft, dass meine Schüler sehr schöne Schwünge machen. Die sehen ungefähr so aus. Alles sah top aus, aber der Ball startet ein bisschen nach rechts. Also die Rechtshänder pushen den Ball oder slicen den Ball. Und da ist oft der Grund, dass der Golfer sich nicht getraut hat, den Schwung zu vollenden. Dieses Vollenden wird dir helfen. Das gibt dir mehr Zeit,
den Ball beim Abschwingen zu treffen. Und von hier ist es viel einfacher, die Schlagfläche gerade zu bekommen. Natürlich ist es entscheidend, dass wenn du dich aufdrehst, dass du in der Achse bleibst. Und da ist für mich die Hüfte sehr entscheidend. Wenn die Hüfte stehen bleiben und der Golfer möchte den Schwung zu Ende bringen, den Rückschwung, dann wird er leider hochgehen oder zur Seite gehen. Und dann ist die Schulterebene zu flach. Von da toppt er den Ball oder kompensiert. So, lass die Hüfte mitdrehen, wenn die linke Ferse etwas hochkommt. Das ist egal, solange du in der Achse bleibst, wirst du den Ball treffen. So, jetzt sind wir bereit, zwei typische Fehlschläge zu korrigieren. Diese Fehlschläge sind die Gründe, warum Golfer diese Schläge vermeiden. Bevor ich das dir erkläre, bitte, falls dieses Video dir gefällt, ein Daumen hoch wäre super. Und wenn du noch nicht von Hotry Golf Abonnent bist, ja, ich würde mich total freuen, wenn du dabei wärst. Okay, so mit dem Holz 3. Entweder schwingt der Golfer zu steil nach unten, er macht ein großes Divot, was nicht optimal ist mit diesem Schläger, oder der Ball wird getoppt. Golfer, die zu steil nach unten schwingen, kommen von außen an den Ball. Und was man sieht, ist, dass der Wirbelsäulewinkel sich ändert. Optimal wäre hier, aber sie sind da. Was meinen Schülern sehr hilft, ist an den Kopf zu denken. Was ich möchte, ist diese Kopfposition beizubehalten. Und dann ist mein Wirbelsäulewinkel leicht nach rechts geneigt. Wo ist mein Gewicht? Mein Gewicht ist immer noch links. Ich habe mit meinem Unterkörper gearbeitet, aber mein Kopf ist so geblieben. Und wenn meine Wirbelsäule leicht nach rechts neigt, komme ich viel besser von innen an den Ball. Achte beim Abschwingen, dass du den Kopf dahinter lässt, dass die Arme gesenkt werden, während der Unterkörper sich öffnet. Leider toppen viele Golfer den Ball mit diesem Schläger. Und das hat mit dem Schläger zu tun, mit der Länge des Schlägers zu tun. Ich habe hier ein Eisen 7 in der Hand und mit Eisen 7, da der Schläger kürzer ist, es hat auch mit dem Leihwinkel zu tun, bin ich automatisch gebückter. Wenn ich das gleiche mit dem Holz 3 mache, die Sohle ist flacher vom Boden, der Schaft ist wesentlich länger, ich muss mich viel aufrechter hinstellen. Der Vorteil mit dem Eisen, da ich gebückt bin, automatisch kommt die Schulter etwas mehr nach unten. Und dann ist es leichter für mich, in den Boden zu schlagen. Beim Holz 3, man ist aufrechter und die Schulter arbeiten so, wie mit dem Driver, was optimal ist, wenn der Ball aufgetiet ist. So, irgendwie müssen wir es hinbekommen, dass wir die Hände Höhe haben. Und da empfehle ich dir, zwei Sachen zu tun. Dreh deine Schulter und Hüfte, wie ich das dir erklärt habe am Anfang des Videos. Und während du das tust, hieb die Arme. So, ich drehe meine Schulter und ich hiebe die Arme. Da musst du dich wieder trauen. Das hier hat ein paar Vorteile. Von hier hast du Schwerkraft auf deiner Seite und du wirst mehr Power dadurch generieren. So gewinnst du Schlägerkopfgeschwindigkeit. Aber der zweite Punkt, was wichtig ist, wenn ich von hier runterschwinge, komme ich automatisch in den Boden. Und dann ist dieses Problem mit dem Toppen gelöst. So, ich drehe meine Schulter um meine Wirbelsäule und hebe die Arme. Und von da brauche ich meine Hände und Arme nur fallen zu lassen. Hab ein ganz, da ist kaum Divot, aber der Ball ist super geflogen.
du solltest wirklich nicht so viel Angst vor dem Boden haben, weil diese Sohle wird dafür sorgen, dass der Schläger nicht hängen bleibt. So, danke, dass du bis zum Schluss geschaut hast. Es hat sich gelohnt, weil jetzt sage ich dir etwas, was man nicht so oft hört. Wenn du mit diesem Schläger versuchst, ein Draw zu spielen, das ist alles toll, aber wenn ich ein Draw spiele, komme ich etwas mehr von innen und der Eintreffwinkel ist recht flach, was dafür sorgen könnte, dass ich den Boden zu früh treffe und dass ich den Ball toppe. So, mit dem Schläger spiele einen kleinen Fade. Falls du nicht wirklich weißt, wie ein Fade passiert, dann erkläre ich das jetzt. Richte dich ganz leicht nach links aus, also das ist minimal reicht. Mach einen ganz normalen Rückschwung deiner Füßlinie entlang. Sehr, sehr wichtig, starte den Abschwung mit einem Senken der Arme, dass du in die Powerzone kommst. Und dann durch den Ball durch, schwing etwas mehr nach links als normal. Der Grund, warum das hilft, du wirst so die Bälle höher schlagen können. Höher schlagen mit dem Holz 3, das ist Gold wert. Und außerdem, du wirst dann besser in den Boden kommen, was viele Golfer nicht tun. Die toppen den Ball, weil sie zu sehr nach oben schwingen. So mit diesem offenen Stehen etwas mehr nach links durchschwingen und eine leichte Kurve von links nach rechts, das gibt mir Sicherheit mit dem Holz 3. So, das werde ich jetzt vormachen. Wichtig ist zu senken und im Moment des Treffens mehr nach links zu ziehen. Ja. Das war wahrscheinlich von den ganzen Bällen, die ich bislang geschlagen habe, der beste Ball, der höchste Ball. Und das Treffen war satt. So, das war Holz 3. Ich wünsche dir alles Gute mit diesem Schläger. Falls du die Gelegenheit hast, schreibe unten in den Kommentaren, wie dein Training mit dem Holz 3 lief. Tschüss.